Heute hören wir ein Gespräch mit Dr. Carsten Dahmen, dem stellvertretenden Direktor des Münzkabinetts Berlin. Eine altehrwürdige Institution, die aber keineswegs altbacken und verstaubt ist, sondern mit ihrem digitalen Angebot höchst modern. Auf jeden Fall lohnt ein Besuch im Museum. Vorerst nur digital und hoffentlich bald auch wieder persönlich. Wir sind jetzt am Stand des Münzkabinetts Berlin. Herr Dahmen ist bei uns. Herr Dr. Dahmen, Sie sind stellvertretender Direktor des Münzkabinetts Berlins. Wie lange ist das Münzkabinett schon auf der World Money Fair vertreten? Ja, ich darf Sie auch erst recht herzlich hier bei uns am Stand begrüßen. Das Münzkabinett ist seit dem Jahr 2009 der 38. World Money Fair Partner der Ausstellung. Wir sind sehr froh, hier sein zu können und uns der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Wir sind mithin, also im 12. Jahr. Sind Sie dann die 12 Jahre auch hier gewesen? Ich bin mit einer Ausnahme jedes Jahr da gewesen, kann ich sagen. Und vor einigen Jahren haben wir ja den schönen 40 Jahre World Money Fair Button getragen. Yeah. Das werden wir dann im nächsten Jahr sicherlich mit einer 5 davor tun. Genau, das stimmt wohl. Das Münzkabinett selbst hat auch ein großes Jubiläum vor nicht allzu langer Zeit gefeiert. Vielleicht können Sie dazu kurz was sagen. Ja, das ist richtig. Wir sind ja generell von unserer Entstehung her eine alte Einrichtung, wobei wir betonen wollen, dass sie heute nicht altmodisch ist. Das Münzkabinett wurde im Jahr 1868 als Museum neu begründet. Wir gehen aber zurück auf die alte kurfürstlich-königliche Sammlung, das heißt das 16. und 17. Jahrhundert. Unser ältestes Inventar ist von 1616, das ist schon eine Hausnummer in der Numismatik. Und wie gesagt, wir haben 150 Jahre im Jahr 2018 als Jubiläum gefeiert. Sehr schön. Das ist ganz toll. Wir haben hier auf der Münzmesse, also an Ihrem Stand, nicht nur das Münzkabinett Berlin. Wir sehen hier auch ein paar andere Namen. Vielleicht sagen Sie uns dazu auch etwas. Richtig. Das Münzkabinett hat einen Förderverein. Das ist die Numismatische Gesellschaft zu Berlin, gegründet 1843. Die hatten also ihr 175. Jubiläum, als wir das 150. hatten. Sie sind unser Förderverein, offen für neue Mitglieder natürlich. Und dieser Förderverein unterstützt uns auch in finanzieller Hinsicht, zum Beispiel bei Ankäufen, bei Vortragsveranstaltungen oder auch hier personell durch seine Mitglieder. Die Numismatische Gesellschaft hat Arbeitskreise, die sich bestimmten Themen widmen, wie zum Beispiel Brandenburg-Preußen, der Medaillenkunst oder antiken Münzen, sodass also jeder Sammler, der ein Interesse hat, dem Verein beizutreten, sich hier dann auch wiederfindet und engagieren kann. Und wir sind als Einrichtung, als öffentliche Einrichtung sehr dankbar dafür, dass sich sozusagen die Mitglieder selber auch hier einbringen können, sozusagen als private Bürger. Sie sind auch Mitglied? Ja, ich bin Mitglied, auch wenn ich da trotz meines Dienstausweises sozusagen da nicht große Vorteile mehr von habe. Ja. Aber es ist natürlich Ehrensache. Wir sind dann natürlich als Kabinettsmitglieder häufig auch in den Funktionen des Vereins eingebunden, was für das Kabinett durchaus eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht können Sie uns noch ganz kurz etwas über die Sonderausstellung erzählen. Also im Bode-Museum gibt es ja die Dauerausstellung des Münzkabinetts und Sie haben auch dort einen Raum, einen Saal für Sonderausstellungen. Die finden jährlich statt, ist das richtig? Das ist richtig. Das Münzkabinett hat eine Hauptdauerausstellung im Bode-Museum, 4 große Räume. Und wir haben einen Raum, Raum 246 im ersten Obergeschoss, der für Sonderausstellungen vorgesehen ist. Diese Sonderausstellungen laufen bei uns im Jahresrhythmus, meistens so Oktober, November. Und dann wird im nächsten Jahr gewechselt nach einem Jahr. Dieses Jahr zeigen wir und präsentieren wir das umfassende Medaillenwerk von Heide Dobberkau, die im letzten Jahr ihren 90. Geburtstag gefeiert hat. Und Frau Dobberkau hat selber noch Anteil an der Ausstellung genommen. Sie war auch bei der Eröffnung da, was wirklich bewegend war, als sie sozusagen eine Rückschau auf ihr eigenes Werk und ihr Leben geliefert hat. Frau Dobberkau hat vor allen Dingen inspiriert von der Antike in moderner Sicht Tierbilder interpretiert. Und sie hat sehr schöne Medaillen geschafft, die in einem flachen Relief unheimlich wirkungsreiche Darstellung bieten. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich diese Ausstellung anzuschauen. Man kann das ganze Bode-Museum erleben mit der Skulpturensammlung und vielen Dingen, dem Byzantinischen Museum und dem Münzkabinett mit einer Geschichte von dem 7. Jahrhundert vor Christus bis 2020. 2020, ja. Herr Dahmen, vielen Dank und alles Gute für heute auf der Messe. Ich danke Ihnen.